Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer entspannten Runde Cyberpunk Lass uns keine 2077 Zeit Phantom verschwenden. Liberty mit dem Game Bro und der Wii. Wie? Einfach wie. Ja, nachdem wir das letzte Mal Spider-Man Dann halt Spy mit and the hoher Fly die Gewalt. Präsidentin eskortiert haben Wollen und wir? das Auto gestohlen haben und alles im Stealth-Modus, wollen wir doch hier mal weitermachen. Wir haben genau an dieser Stelle hier beendet und machen jetzt nahtlos weiter. Krempel die Ärmel hoch. Nicht notwendig. 3, 2, 1. Mit Okay. Elite-Präsidentin im Gepäck klappt das alles Geht zum wunderbar. Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Sieht nach einem von Hansens Warenlagern aus. Ja, Wir dann müssen lass uns doch zum mal Aufzug, gucken. andere Seite des Raums. Nur kein Stress, Leute. Wenn so viel Munition rumliegt, dann wartet bestimmt ein Kampf auf uns. Pack mal alles ein, was hier liegt. Also manche habe ich hier Schwierigkeiten, an die Sachen zu kommen. Aber wir kriegen das hin. Viel Munition, die nehmen wir mit, wenn sowas rumliegt. Meistens nicht ohne Grund. Lass uns keine Zeit verschwenden. Na, komm schon. Krasser Laptop. Können wir nichts mit anfangen. Liegt noch irgendwas hier rum? Schade, dass ich ja oben die Türe nicht aufbrechen konnte, aber das war nicht machbar mit meinen Talentpunkten. Lass uns keine So. Zeit verschwenden. Ja, ist ja gut. Hetz mich nicht. Ich sehe doch was. Mann. Alter Schwede, hier liegt so viel Munition rum und du willst einfach gehen? Naja, als Elite-Präsidentin braucht man das wahrscheinlich alles nicht. Minikanone. Muni, Muni. Meine Herren. Leute, tut mir leid, aber das muss ich looten. Lass uns keine Zeit verschwenden. Was haben wir hier? Verstärkte Stiefel und eine schicke Brille. Ach krass, das Lass uns wusste ich gar keine nicht, dass Zeit ich das kann. verschwenden. Ich gucke aber einmal kurz rein. Nicht dahin ins Inventar und guck, ob wir uns was anderes anziehen können. Etwas Besseres. Was haben wir denn? Irgendetwas, was uns Rüstung gibt? Was Cooles? Füße. Na, das ist doch schon mal nicht schlecht, 10 Panzerungen. Ich gehe mal nochmal zurück. Das lässt sich hier doch ein bisschen besser sehen. Und vergleicht hier doch auch ein bisschen. Hier haben wir nur ein Shirt. Unbequeme VR-Brille. Ja, super. Krieg muss ja nicht hässlich sein. Ja, komm, das passt. So können wir keinen Kampf verlieren. Na, mal gucken, was die Hose sagt. Neues Leben, neue Hose. Für alle, die ungern Wäsche waschen. Na, Leute, nee, das geht. Nein, das geht nicht. Geht nicht klar. Wir müssen direkt mal shoppen gehen, wie. Was haben wir hier? Elegant sind sie nicht. Aber praktisch. Na gut, wir haben nichts, was uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise bessere Stats bringt. Okay, mal sehen. Wie? Hörst du das? Shit, die Wichser haben uns eingeholt. Songbird. Hey, schlechte Neuigkeiten. Hansens Köter haben euch gefunden. Die sind gleich da. Die Ja, haben sicher super. das gestohlene Auto geortet. Was jetzt? Ich habe eine Überraschung für unsere Gäste. Du musst nur noch was anpassen. Dafür war ich so schön Nicht heimlich. mit dem Feind. Wir zerstören. Beschäftigt sie bitte kurz, okay? Wir müssen die beschäftigen. Song hat einen Plan. Ihr umzingelt mich nicht! Habt da was schön Großes für dich! Ja, guck doch mal, was selber was Großes ist. Achtung,
Die Knarre ist ja schon mal ziemlich. Wo sind denn die überall? Das war mir so klar, dass er die Action noch geben will. Bin schon dabei. Haltet durch. Bin unterwegs. Die kriegen mich. Ist das fertig? Ich habe echt das Gefühl, dass die unglaublich viel einstecken können. Kann natürlich daran liegen, dass ich einfach nimm das. Dick, alter Schwede. Im Ernst? Wie krass bist du denn drauf? Meine Herren. Hätte ich noch irgendwas zum Aufsammeln hier für mich? Was bist du denn für ein geiles Teil? Was heißt, oh Gott? Ja, wahrscheinlich kämpft er jetzt gegen uns. Verliere die Kontrolle! Songbird, was ist passiert? Scheiße, was ist da los, Mii? Weiß nicht, Song hat einen Anfall oder so. Leute, warum habe ich mir das gedacht? Und das mit BASD. Scheiß Teil dreht durch! Sorry, pack endlich den Baumkorb aus! Hier lang! Hier lang! Schneller! Bitte! Auf die Beine! Lauf! Renn doch, wie? Hier hoch, zum Aufzug, Luft! Hier durch, wie? Leute, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Kannst du nicht auch noch schmeißen? Aufzug! Meyers, rein hier! Ja, jetzt aber zügig. Oh, Scheiße! Na, super. Und ich? Du willst es hart. Kannst du haben. Das ist doch gerade schon vor, Leute. Was jetzt? Ja, was denn? Springen.
soll ich sagen? Mir ist das Ganze gerade irgendwie ein bisschen zu hektisch. Aber Action geladen, aber hektisch. Wie? Du stirbst mir heute nicht. Ach, nee. Wohl nicht. Okay, gut. Ist er zerstört? Nach dem Sturz, ja. Wir hatten Glück. Puh, wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Jo, bist du noch nicht ganz kaputt. Verdammt nochmal! Die Gelenke sind ungeschützt! Du wirst zerquetscht! Beweg dich! Achtung, Laser! Mich nicht.
Stirb endlich! Schieß diese fliegende Toaster ab! Los! Hält alles so unglaublich wieder aus. Da fühlt man sich klein und mickrig. Oh, du kriegst noch einen Kurzschluss. Ein krankes Ding. Ich bin ja schon dabei. Das Scheißding explodiert gleich. Erledige es! Wie? Fang! Jag das Ding hoch! Roste in Pisse, Scheißbot! Cooler Sport. Nerviges Drecksbiest. Wirklich. So ein verficktes Scheißteil. Zum Schutz der Nation. Schwachsinn. Das ist der Chimera-Kern. Ich nehme ihn. Das war knapp. Aber gutes Teamwork. Und Glück.
Krass, Leute, krasses Gerät. Da weiß ich noch gar nicht so genau, was ich mit dem krassen Kampf halten soll. Aber Hammer. Muss irgendwo ein Ausgang sein. Echt brutal. Ja, Leute, das soll es an dieser Stelle schon gewesen sein. Ein kurzer Bosskampf eingelegt, ja. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Teil dieser Mission. Das wird hier nahtlos weitergehen. An dieser Stelle bin ich aus. Euer Game Bro.